Ja, hallo Leute, hier ist mal wieder die Ima mit Half-Life 2. So, nachdem der letzte Part etwas abrupt zu Ende ging, aufgrund dessen, dass mein kleiner armer Rechner nicht mehr richtig wollte und das Spiel abgestürzt ist, musste ich jetzt nochmal ein kleines Stückchen weiterspielen, damit ich wieder an dem Punkt bin, wo es dann abgestürzt ist. Deswegen geht es jetzt auch im Pausenmenü los, weil sonst werde ich gleich niedergeknüppelt, bevor ich überhaupt zum Zuge komme. Ja, wie gesagt, das Spiel ist mir abgestürzt und am Ende des letzten Parts und deswegen geht es hier etwas abrupt wieder los und wir stürzen uns gleich ins Gefecht, wie ihr seht. Na, geh sterben, da ich nicht. Wow, 100%, ich weiß, an welcher Stelle ich denn nun war, wie viele von den Ganoven ich hier schon abgeknallt hatte. Spiele ich einfach die Halle nochmal komplett durch. Also ich bin gerade erst hier reingeschwuppt in die Halle und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, was uns noch Schönes hier erwartet. Wow. Ja. So, noch mehr? Ja, natürlich kommen noch mehr. Und die machen wir alle kaputt. So. Was gab's hier Schönes? Muni und Medikit, würde ich mal meinen. Hier sehe ich nichts. Hui! Ja, das ist ein kleiner stürmischer Anfang, würde ich mal meinen. Aber ich denke, das bekommen wir schon gebacken. Ist auch nichts weiter. Also gehe ich mal hier drüben drauf. Dum di dum di dum. Ist hier was drin? Nee. Aha. So, dann müssen wir nämlich erstmal hier durch die Gegend springen. Ja, ohne Deckung, das ist so nett, ey. Finde euch auch lieb, ihr Idioten. Also, ganz ehrlich, ich mag euch. So. Werde ich jetzt trotzdem nicht nochmal runter machen, um das Zeug von denen einzusammeln. Weil wenn ich jetzt nochmal runtergehe, wer weiß, was mich dann gleich wieder erwartet. So, warte, da schießt schon wieder dieser dumme Hubschrauber. Das heißt, ich bin wohl nah an der Außenwelt oder was? Wo bin ich denn? Oh, da ist der Hubschrauber. Wenn ich hier mich am Rand lang bewege, sollte er mich ja nicht sehen können. So. Wow! Das kam unerwartet. Ja, ich bin jetzt auch an der Stelle angelangt, wo mir dann, wo ich dann bemerkt habe, dass meine Aufnahmen, die ich bisher gemacht hatte, leider ohne Ingame-Sound waren. Was? Wo schießt das? Affe! Mann! Hört auf mich zu bescheißen. Ja, genau an der Stelle, wo es aufgehört hat, meine Aufnahme zu funktionieren, habe ich irgendwie sowas wie Medikits. Ich wäre sehr froh darüber, aber ich glaube nicht. Ich gucke mal. Hab ich sowas? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ja, an der Stelle ging mir meine Aufnahme flöten. Also das ist das, was ich dann nochmal gemacht habe. Aber da bin ich jetzt dran vorbei. Sowas wie Medikits scheint es nicht zu geben. Dann kann ich jetzt nur. Warte, erstmal den hier. Uff. Das war jetzt ganz, ganz dringend nötig. Und das. Oh, fuck you, Bitch. Mann. Immer diese schießgeilen Biester. Zu ehrlich. Kann ja wohl nicht angehen. Ja, genau. Ab hier ist es wirklich wieder richtig blind. Komplett. Und jetzt muss ich wahrscheinlich.
versuchen, schnell zu sein und rausfinden, wo ich hin muss. Hier scheinbar nicht. Oh shit. Ist genau über mir. Fuck you! Du Schlampe. Du kannst gar nicht schon lange. Einfach arme kleine Gordon Freemans abschießen. Wow! Hallo Leute! Wow. Was habe ich jetzt gemacht? Kann mir das bitte einer verraten? Was habe ich jetzt hier für einen Knopf gedrückt? Jägerhubschrauber laden. Ich häng. Komm, geh sterben. Wichser. Ah, verrecke. So. Hätten wir das auch geklärt? Hoffe ich. Lass mich runter. Mit der Waffe komme ich etwas weiter. Ah, da ist ein Stückchen vom Hubschrauber. Wer hätte es gedacht? Ja, das Tor habe ich netterweise ja immer noch nicht auf. Verdammt, das heißt, ich muss irgendwas übersehen haben oder so ähnlich. Schauen wir nochmal hier auf. Aber wir sind zumindest den Hubi los. Kann ich hier was abschießen? Irgendwas, was mir hilft, durchs Tor zu kommen. Oder ist das das? Wo habe ich überhaupt mein Boot abgelegt? Ich habe keine Ahnung. Das ist ja mal wieder ganz großes Kino. Ima ist wie immer orientierungslos ohne Ende. Ich glaube, mein Boot müsste irgendwo da hinten liegen. Jetzt weiß ich nicht, habe ich das Tor da hinten vielleicht aufgemacht? Dieses jenes da. Dass ich da lang muss, aber ich werde mich noch mal ein bisschen hier umschauen. Vielleicht entdeckt man da ja noch irgendwas. Da ich mir auch nicht mehr sicher bin, wo ich herkam. Fakt ist, scheinbar habe ich jetzt hier erstmal meine Ruhe. Das finde ich schon mal sehr vorteilhaft, muss ich sagen. Denn das Geballer ist ja nicht immer so prickelnd und es ist irgendwie nicht so gut für einen Adrenalinspiegel, finde ich. Also, kann ich dich kaputt machen? Geh kaputt. Nein, geh nicht kaputt. Blödes Ding. So, kann mir jetzt jemand verraten, wo ich herkam? Verdammte Scheiße. Ich habe mich mal wieder verlaufen. Alle gemacht. So eine Scheiße. Ist hier noch was? Komme ich nicht lang? Rumpel, die Pumpel. Hier ist. Oh. Na, warte, von hier kam ich. Ist kürzer, ne? So. Scheinbar ist hier in der Tat nichts weiter zu finden. Dann versuche ich jetzt mal, mich wieder zu meinem Bildchen durchzukämpfen und hoffe, dass ich mit meiner Vermutung, dieses eine Gate zerstört zu haben, oder geöffnet zu haben, richtig liege. Oh Mann, wo geht's denn hier lang, Alter? Richtig liege und dann irgendwie wieder hier rauskomme, wenn ich den richtigen Weg finde. Das ist natürlich erstmal Voraussetzung dafür, hier wieder wegzukommen. Aber ich glaube, ich habe es gefunden. So. Lass mich einsteigen. So.
Ich hoffe es jetzt einfach mal, dass meine Vermutung richtig ist und wir weiterkommen. Oh, das sieht gut aus. Ich hoffe, ich kann nicht aus der Richtung. Das weiß ich dann wieder. Warum nicht? Oh nein. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Denn, wie gesagt, es ist jetzt wieder komplett blind. What the fuck? Wow. Shit. Schnell weg. Scheiße. Ich wurde in die Enge getrieben. Wie können die nur? Diese verdammten Schweine. So. Dann biege ich doch noch mal rechts ab in der Hoffnung. Scheiße, hier komme ich nie lang. Okay. Das ist mies, etwas blind zu spielen und dann keine Ahnung zu haben, wo man hin muss. Fuck! Das war ja wieder so klar. Ich werde mal aussteigen. Oh nö, das ist aber nicht nett hier, Leute. Ganz und gar nicht. Ah, warte. Ich hab Idee, Alter. Guckst du? Nein. Hör auf, mich abzuschießen, du. Böser? Böser? Onkel! Kann wohl nicht wahr sein. Warte, ich hab Idee. Ich guck. Ah, das war eine hammer tolle mega geile Idee, finde ich jetzt mal so. Und da mein rettendes Sicherheitsloch. Oh Gott, bin ich froh. Was? Folgt der Hubschrauber mir oder was? Passt ja gar nicht hier rein. Kann wohl nicht wahr sein. So, gibt's hier was? Gibt's hier was umsonst? Nö. Oh, die schon wieder. Fick. Fu dich. Ich sag keine bösen Wörter. Nein. Das wäre nicht gut. Das macht nicht. Ach, ihr stinkt doch mit eurem Scheiß, hey. Kann ja wohl nicht wahr sein. Geht mir weg mit euren Bobben. Die mag ich nicht. Das ist nicht nett, mich so zu bombardieren. Wieso tut ihr das? Was habe ich euch denn getan? Ich bin doch immer ganz lieb gewesen zu euch. Oh, fuck yeah. Oh. So, hier bin ich erstmal wieder etwas geschützt. Das ist natürlich nicht schlecht. Ein bisschen Schutz für zwischendurch. Finde ich ganz nice. So, wo sind wir? Ah, Dreck! Ich wüsste. Mist, dann komme ich ja sicherlich nicht dran dadurch, genau. Also hätte ich oben bleiben müssen irgendwie. Also versuch dich oben zu halten, Kleiner. Na, na, Geile Scheiße. Och, rumpelt die Pumpe. Ich frage mich, ob das Boot auch irgendwie kaputt gehen kann. Ich habe Riesenangst, dass es kaputt gehen kann. Das wäre reichlich unschön. Jetzt ballern die schon wieder auf mich. Was habe ich denn nur getan? Okay.
Nix offen, nix offen. Hier geht's nicht lang, da geht's nicht lang. Geh sterben, Alter. So, okay. Das ist wieder eine verzwicktere Lage. Werde ich mein Boot mal hier parken und mal zu Fuß weiter marschieren. Deckung. Na, läufst. Alter. Nein, lass mich in Ruhe. Oder muss. Ah, warte, warte, warte. Vielleicht muss ich doch mit dem Boot weiter. Ist zwar ein bisschen spekulativ, dass das gehen soll, aber Versuch macht klug, ne? Oh yeah. So muss das. Finde ich geil. Wenn man hier überall lang kommt mit dem Teil. Geh mir nicht auf den Wecker. Okay, doch nicht offen. Ich dachte, es wäre offen, das Gitter, deswegen. Jetzt schmeißt er wieder mit Bomben. So eine Lusche. Aber hier bin ich erstmal wieder geschützt, oder? Ah, shit! Ach, fuck you! Von wegen geschützt. Bump, bump. So ein Dreck. Boah, Alter, jetzt geht's aber los hier. Mann, lass mich doch in Ruhe. Drecken. Es ist echt nicht leicht, hier den richtigen Weg spontan zu finden. Finde ich jetzt mal so gesagt. Wo bin ich denn gelandet? Heilige Scheiße. Dreck! Okay, jetzt geht's los, oder was? Alter! Wie soll ich denn jetzt hier noch lang kommen? Versuchen wir es mal mit Schwung. Geht. Wuppelt ein bisschen, aber geht. Oh, da ist ein Tunnel. Ich sehe einen Tunnel. Ich mag Tunnel. Da bin ich sicherer. Leute. Was hat das Teil für eine Reichweite? Das ist ja übel. So, hier haben wir mal wieder eine ruhige Stelle erwischt. Ja, ich würde sagen, an der Stelle mache ich gleich mal direkt einen Cut und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Half-Life 2. Tschüss!